Moinsen, Susako hier und heute zeige ich euch den Erfolg König der Monster. Ganz wichtig, für diesen Erfolg braucht ihr die Quest Angriff auf das vergessene Anzu-Versteck und ich kann euch jetzt schon garantieren, dass ihr die Quest mehrmals holen müsst, denn es passiert relativ oft, dass ihr auf 100% kommt. Deswegen kauft sie euch am besten in der Garnison und nehmt sie ein paar Mal mit. Wenn ihr das Gebiet nun betretet, bekommt ihr einen Parasiten auf den Kopf. Wenn ihr 5 bis 6 Gegner fresst, das wird euch in der Mitte mal angezeigt, verwandelt ihr euch in eins von zwei Monstern. Entweder der riesige Schimmelpilz hier oder in den auf Steroiden vollgepumpten Albino-Ork. So nenne ich die jetzt einfach mal. Und der Albino-Ork ist übrigens der bessere von beiden, um die Elite-Gegner umzuhauen. Und nun müsst ihr in einer dieser Gestalten jeweils jeden Ramob töten. Es gibt, glaube ich, 5 Ramobs und ihr dürft die nicht im normalen Körper töten, sondern so. Wenn ihr jetzt, während ihr in dieser Form seid, auf 100% Quest kommt, kommt ihr sofort wieder aus der Form raus und damit könnt ihr den Elite-Mob nicht killen. Alleine der hier, den ich jetzt zeige, hat mich fast eine Stunde Arbeit gekostet, das zu schaffen und nerven bis zum Ende. Also das ist der einzigste Erfolg, bei dem ich mich wirklich richtig aufgeregt habe, weil es ist wirklich sauschwer. Denn das kommen noch ein paar Probleme dazu. Problem 1, der Parasit spinnt oder backt relativ oft, den ihr auf dem Kopf habt. Das heißt, wenn ihr in der Mitte eures Bildschirms nicht angezeigt bekommt, esst jetzt, esst noch und bla und hat und hasse nicht gesehen, dann raus aus dem Gebiet fliegen bzw. reisen und wieder rein, dass ihr einen neuen Parasiten bekommt. Zweiteres ist, normalerweise empfehle ich euch mit Cross Realm Assist auf andere Server zu gehen. Link dafür auch wieder in der Videobeschreibung. Genau wie für TomTom mit den Koordinaten der einzelnen Gegner. Unten in der Videobeschreibung. Ja, müsst ihr euch nur downloaden und alles eingeben. Wie gesagt, empfehle ich normalerweise, wechselt den Server. Doch das Problem ist, wenn nun jemand die Gruppe beitritt oder verlässt, passiert es sehr, sehr oft, dass der Parasit, den ihr auf dem Kopf habt, verschwindet oder sich resettet. Das heißt, ihr müsst wieder versuchen, 5 Stück zu fressen, um euch dann zu verwandeln. Nächster Nachteil ist, wenn ihr aus einer Gruppe geschmissen werdet, während ihr in der Verwandlung ist, kann es passieren unter Umständen, dass die Verwandlung sich auflöst, beziehungsweise wenn ihr den Ramob noch nicht attackiert habt, der Ramob ist wieder weg. Also ein sehr, sehr nerviger Erfolg. Ich habe für den Erfolg knapp 3 Stunden gebraucht und habe einen riesen Hals gekriegt und mich extrem aufgeregt. Also, wenn ihr diesen Erfolg macht, chillig bleiben und gucken, dass ihr in kleine Gruppen geht. Am besten in 5-Mann-Gruppen maximal, also wo 4 Leute sind und ihr der 5. seid, von wo ihr ausgehen könnt, dass die Gruppen nicht gleich auflösen. Oder lasst euch von Freunden auf andere Server ziehen. Zum Verwandeln könnt ihr euch entweder den Erfolg angucken, Monster Match, da wird es genau beschrieben, oder zum anderen, ihr tötet, wie gesagt, entweder Goblins, fresst diese, dadurch werdet ihr zum Albino-Ork, fresst Orks, die hinten in der Höhle sind, werdet ihr auch zum Albino-Ork, oder Oger und werdet dann zu dem Riesenschimmelpilz. Wohl bemerkt, der Riesenschimmelpilz macht verdammt wenig Damage. Ich habe den hier, den Ramob, auch mit dem probiert und nicht hingekriegt. Mit dem Ork hingegen wesentlich einfacher. Ich danke fürs Zusehen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, alle anderen Koordinaten, Addons unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Susako. That's a cool face, wanna date?